Es war während des Ersten Weltkrieges. Erich wurde an die russische Front geschickt. Jede Woche bekam ich kleine Entwürfe geschickt, so klein wie Briefmarken. Damals wusste ich noch nicht, dass diese Skizzen mal in die Geschichte der Architektur eingehen würden. Richtig Mendelssohn ist das. Richtig Mendelssohn ist dieses Quergebäude. Die ganze Straße auf dieser Seite ist ebenfalls Mendelssohn. Ich lebe diese Tage mit fortwährenden Visionen. Sie zu halten ist schwer, sie zu fassen unmöglich. Sie irdisch zu machen, das ist die Aufgabe.